Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich bin gerade mit meinem Minicamper in Portugal unterwegs. Einen wunderschönen guten Morgen aus Esmeriz. Und ja, ich bin hier am Atlantik und gehe gerade ein bisschen am Strand spazieren. Es ist noch recht früh, keine Leute da, habe ich Glück gehabt. Ich wollte mal eine Frage beantworten, die jetzt schon tausendmal in meinem Postfach von Instagram gelandet ist. Und zwar, wie ich es bei der Hitze hier aushalte. Also, ich sag mal so, wer das Video irgendwann sieht, es ist Juli 23 und in Deutschland sind momentan 36 Grad. Da kann ich euch beruhigen, das ist es hier nicht. Hier sind nachts 15, jetzt momentan um 9 Uhr 22 und am Tage dann auch über 30. Und wie ihr seht, ich bin langärmlich gekleidet. Es ist gar nicht so heiß. Und um die Frage zu beantworten, die sich aufs Auto konkretisiert hatte, wie ich es bei der Hitze im Auto aushalte. Also jetzt eine Gegenfrage. Wann seid ihr denn im Auto? Seid ihr in eurem Urlaub um 12 Uhr bei 36 Grad in der Sonne im Auto? Also ich nicht. Ich bin nur im Auto, wenn ich fahre und wenn ich schlafe. So, wenn ich fahre, kein Problem, kann ruhig um 12 sein, habe ich Klimaanlage an. Und wenn ich schlafe, ist es nachts. Ich habe eine dünne Decke und musste mir tatsächlich neulich des Öfteren schon Socken drüber ziehen, weil es echt frisch ist nachts. Also kurz und knapp beantwortet die Frage, nein, es ist nicht zu heiß im Sommer an der Algarve oder generell in Portugal unterwegs zu sein. Heute verlasse ich Esmeriz und es geht weiter Richtung Coimbra. Ja, heute starte ich hier wieder in Esmeriz. Es soll Richtung Coimbra gehen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist das die alte Hauptstadt von Portugal und die soll einen wunderschönen Stadtkern haben und den will ich mir heute anschauen. Ich bin jetzt in Coimbra angekommen und wandere jetzt in Stadtkern. Natürlich habe ich mir die Position von meinem Auto in die Karte gespeichert. Nicht, dass ich es nicht wieder finde, wenn ich zurück muss. In einer fremden Stadt ist es immer ein bisschen schwierig. Könnt mal in die Shorts schauen bei mir. Da habe ich auch mal so eine Anleitung mitgefilmt für Leute, die nicht wissen, wie man bei Google Maps seinen Standort markiert. Kann ja möglich sein. So, aber jetzt geht's los. Der Weg ist schon mal nicht schlecht. Schatten ist immer gut und abseits der Straße auch. Hier gibt es wieder ganz viel Geschichte zu entdecken. Wusstet ihr, dass Coimbra die ehemalige Hauptstadt von Portugal ist? Die Stadt ist eine Universitätsstadt und hat ca. 143.000 Einwohner. 30.000 davon sind Studenten. Hier mitten in der Stadt findet ihr das große Denkmal zu Ehren von Papst Johannes Paul II.
Das ist übrigens ein Viadukt. Das wurde 1570 vom damaligen König gebaut, um den oberen Teil der Stadt auch mit Wasser zu versorgen. 1772 wurde der Botanische Garten angelegt. Der ist übrigens kostenlos. Und die Öffnungszeiten sind hier von 9 bis 20 Uhr. Alles kostenlos. Ich staune. Und das ist jetzt so eine Art Übersichtsplan hier vom Botanischen Garten. Ich habe dort bei der 8 gestanden, jetzt auf dieser Treppe dort. Und ja, so sieht der Bereich dann in etwa aus. Es gibt mehrere Eingänge. Ich bin dort oben am Viadukt hineingekommen. Dann gibt es nochmal einen Seiteneingang. Und hier unten gibt es auch nochmal einen Eingang. Das ist hier direkt neben der berühmten Universität. Die Universität von Coimbra, aber das ist nicht das einzige Gebäude, aber das ist das, was man immer auf den Fotos sieht. Hier ringsrum sind alles die Gebäude der Universitäten. Es ist eine Forschungsuni und 2013, denke ich, wurde sie zum Weltkulturerbe ernannt. Die hat eine super interessante Geschichte, müsst ihr mal nachlesen. Auf jeden Fall hat der damalige König immer zwischen Lissabon und Coimbra die Uni wechseln lassen. Und im Endeffekt hat sie sich dann hier angesiedelt. An dieser Uni studieren 22.000 Studenten. Jetzt hat mich gerade eine gestört. Ich stehe hier an so einem Parkautomaten. Ja, an dieser Uni studieren 22.000 Studenten. Und die anderen 10.000 studieren an einer anderen Uni, an einer technischen. Sieht schon genial aus, oder? Was sagt ihr? Über den Dächern der Stadt. Der Fluss heißt übrigens Rio Mondego. Weiß nicht, ob euch das irgendwie was sagt. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, gestern in Porto und heute hier in Coimbra, dass die Städte, die Altstädte, die Medinas, hier oben immer auf so einem Berg sind. Und alles, was später dazu kam, liegt weiter unten. Übrigens, zu einzelnen Teilen der Unis hat man Zugang als Tourist, allerdings kostet das Eintritt. Hier hinter mir seht ihr das Nationalmuseum, aber nicht mit mir. So sieht es hier übrigens aus, wenn man durch die Gassen schlendert und easy peasy, überall stehen hier Pfeile, wo man lang gehen muss. Wenn ihr nicht wie ich einen kostenlosen Parkplatz erwischt, kostet Parken hier 80 Cent die Stunde oder 4,80 Euro für 6 Stunden. Das kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich ihr parkt. Das wäre hier direkt an der Altstadt. Wenn ihr wie ich immer so einen Ausgangspunkt sucht, also ich würde sagen, das ist hier der Punkt, wo man starten könnte. So ein kleines Zentrum. Und zwar ist das hier an dieser Brücke. Coimbra hat 3 Brücken und das ist genau die mittlere. So könnt ihr anpeilen. Das sieht doch nach einem guten Start aus, oder? So, jetzt habe ich es mir mal gegönnt hier mit schöner Aussicht. Habe tatsächlich noch ein Plätzchen bekommen und natürlich gibt es hier was Einheimisches und zwar portugiesisches Fleisch. Das ist das Kloster Santa Cruz. Ist echt ein wirklich schöner Platz hier. Erinnert mich so ein bisschen an Italien. Das ist die romanische Kathedrale hier. Wunderschön und über 1000 Jahre alt. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf Sightseeing. Ich gehe jetzt zum Auto zurück. Und mein Plan ist es, Richtung Sintra zu fahren. Wer sich in Portugal auskennt, der weiß, dass das kurz vor Lissabon ist. Und ungefähr 2 Stunden Fahrt. Und da geht's jetzt hin. Na denn, tschüss Coimbra. Jetzt geht's weiter Richtung Küste, Richtung Lissabon. 2 Stunden Fahrt habe ich vor mir. Lisboa folgen. So, dann will ich es mal noch mal probieren mit der Maut hier.
Ganz wichtig, Ticket sichern, sonst gibt es wieder Strafe. So, Ticket habe ich. Heute ist ein neuer Tag. Heute wird es besser als gestern. Jetzt fahre ich ein paar Kilometerchen Autobahn, weil der Süden soll einfach schöner sein und ich will nicht den Norden hier verbummeln. Nur darum. Ich bin ja nicht so der Autobahnfreak im Urlaub. Ich bin angekommen und zwar in Sintra am Playa Grande. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört. Und schaut mal, das Wetter sieht nicht gut aus. Aber ich habe einen super Parkplatz und zwar stehe ich da irgendwo. Wenn nachher alles leer ist, will ich noch mal ein bisschen umjustieren, aber grundsätzlich stehe ich da richtig gut. Morgen will ich einen Strandtag machen, mal ein bisschen von A nach B laufen und mich ein bisschen entspannen. Denn ich habe mich verabredet mit meiner brasilianischen Tochter. Und zwar wohnt die momentan in Lissabon, die studiert dort. Und ja, am Montag wollen wir uns treffen. Ich bin hier praktisch fast am westlichsten Punkt von Europa und hier sind die Winde besonders stark, dem Surfer freut's. Ja, das ist mal eine gute Idee, bin ich auch dafür. So, ich habe jetzt die Qual der Wahl. Da ist das Meer und ich stehe direkt unten am Strand, aber echt an der Straße. Und jetzt wäre hier noch einiges frei. Ist eine ruhige Ecke, aber ohne Meerblick. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch einen Parkplatz, Schotter. Da stehen jetzt noch drei Wohnmobile, aber der ist so ein bisschen abschüssig. Aber der hat Meerblick. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Soll ich da stehen bleiben? Total zentral. Wenn ich mal muss, gehe ich auf mein Klo. Und ich kann da direkt duschen. Oder soll ich lieber hierher in Ruhe? Ich weiß auch noch nicht. Schauen wir mal. Wenn ich mich hier vorne weiter herstelle, hätte ich ja auch mehr Blick. Aber halt nicht so schön wie da unten. Aber ein bisschen fühle ich mich schon wie auf dem Präsentierteller da unten. Bam! Bam! Weg ist sie. Jo, hab wieder gutes Wetter erwischt. Hier regnet's auch. Haare sind schon nass. Und schaut euch mal die Suppe an. Obwohl, es ist jetzt 21 Uhr, glaube ich. Kein Problem. Über Nacht kann es regnen und morgen früh dann bitte wieder Sonnenschein. Ich wollte doch meinen ersten Strandtag einlegen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren. Ciao!